So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Advance Wars 2 Black Hole Rising. Heute ist der Kenji wieder dabei, nachdem wir das letzte Mal alles mit Crow gemacht haben. Ja, wir haben noch ein komplettes Land aufzuräumen, nämlich Green Earth. Hallo, hallo. Jo, und ich würde sagen, wir fangen hier gleich mal mit einer neuen Sterne-Mission an. Nämlich die Mission mit Chess. Die kennen wir aus der normalen Kampagne ja auch noch. Wir müssen alle neuen Schlachtschiffe da in der Mitte, also kann ich hier mal zeigen, diese neuen Schlachtschiffe muss ich innerhalb von 17 Tagen versenken. Zudem muss ich noch diese Stadt hier einnehmen, weil dort ist die Laborkarte für die Titanpanzer. Und wir spielen hier dafür mit Chess. Kennen wir auch aus Advance Wars Dual Strike, nur ist hier nicht ganz so stark wie in Advance Wars Dual Strike. Mit Advance Wars Dual Strike, da hatte sie diese, ja, diese wunderbare 120-120 auf alle Bodentruppen, also auf alle motorisierten Bodentruppen, dafür 10% auf alle Luft- und Seeeinheiten. Hier hat sie nur 10% auf alle Bodentruppen, also auf alle motorisierten. Außerdem sind die Infanterieeinheiten ebenfalls 10% schwächer. Das ist der Hauptgrund, warum Chess eigentlich gar nicht so gut ist. So. Und unser Gegner ist Cut. Finde ich schon mal schön, dass sie ihre Artis nicht nach vorne an die Front holt. Siebzehn Tage ist ein ganz schön enges Zeitfenster. 17 Tage sind mehr als man denkt, aber für die Mission ist es wirklich knapp, ja. Vor allem, wenn man sich nebenbei noch die Laborkarte holen will. Ja, an die Mechaniker kommt der eh nicht ran. So. Soll ich blinken oder soll ich nicht blinken? Das ist die Frage. Ich glaube, das muss. Du willst rechts ranfahren? Das trifft sich gerade sehr gut, dass ich hier eine Co-Power habe. Ein kleiner Turbocharge. Auch um die Titanpanzer hier mit den Medium Tanks ordentlich schwächen zu können.
mach mal so rum. Solange wir die Firepower haben, hätte ich gesagt, wir hauen jetzt einfach mal alles kaputt, was wir können. Eine Spezialgabe haut die mir sowieso die nächste Runde um die Ohren. Flakpanzer sollte ich jetzt hier aber definitiv am Leben halten. Gut ist, dass sie hier von ihrer Super nicht wirklich viel Nutzen ziehen können, weil das Gelände einfach viel zu flach ist. Sie hat relativ wenige Wälder. Städte sind hier auch eher rar gesät. Ja, die hat ihre Super ja so von der Deckung profitiert, ne? Ja, also die verdoppelt alle ihre Deckungssterne mit ihrer Super. Von ihrer Deckung profitiert sie auch so, ohne dass sie irgendeine Gabe benutzt. Oha, den habe ich jetzt komplett übersehen. Ja, dann kann ich den Raketenwerfer auch gleich komplett ignorieren. Der schießt mir ja sowieso was kaputt. Mal auf den da drauf. Den kriegen wir so höchstwahrscheinlich nicht kaputt. Aber so kriegen wir ihn kaputt. So. Thank you.
Oh, sie schießt nur den Jagdpanzer mit ihrem Raketenwerfer ab. Sehr nett. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass mir zumindest ein Kampfpanzer dabei drauf geht. Ja, die Absichten der KI sind unergründlich. Falls das nicht aufgefallen ist, das war ein schlecht geklauter Bibel. Die Basis da oben brauche ich. So, und auch wenn ich mir jetzt irgendwas anschießen lassen muss von dem blöden Mini-Cannon, aber der Raketenwerfer da oben, der nervt mich wesentlich mehr als die Mini-Cannon, die da steht. Zum Glück kann Kampfpanzer so ein Ding one-hitten. Wenn er den Kampfpanzer anschießt, dass ich dann gleich die Arti in Stellung bringe. Ein Raketenwerfer lebt noch, das ist gut. Ich habe sonst nichts, was man die da hinten habe ich auch bewegt, ja. Sieht doch bitte jetzt ganz gut aus. Ja, muss ich mal schauen, ob ich das noch schaffe bis zum Ende der Mission. Ich finde es ja gut, dass ich hier mit Chess und nicht gegen Chess spiele. Wenn ich hier gegen Chess spielen würde, dann hätte ich hier meine Probleme, weil dann die Schlachtschiffe nach der ersten Gabe ihre komplette Muni wieder hätten. Sie hat ihre Gabe gezündet und ist dann. Hat dann die Runde beendet? Jupp. Okay. 48. Oh, nee.
Brauche ich einen APC noch? Ich glaube nicht. Und wo ging der nochmal hin bis dahin? Also nur auf dieses Straßenstück hier darf ich mich nicht stellen. Und da muss ich auch aufpassen, weil da die AT steht. Ja. Ich baue jetzt kein weiteres Schlachtschiff, weil ich das lieber in ein paar mehr Raketenwerfer und Kampfpanzer investiere, das übrige Geld. Ah,